Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Anno 1800 und wir warten im Prinzip darauf, dass unser zweites Schiff ankommt, ist aber glaube ich gerade erst unterwegs, können wir mal gerade gucken, ja, hat hier noch nicht mal die Hälfte der Strecke, ist aber fast da, deswegen warten wir hier noch und dann geht's an die Baumwolle und den Rum werden wir ja auch beschleunigen. Quasi. Und wo wir jetzt hier schon mal stehen, schicken wir einfach noch ein Schiff los. Es braucht nicht viel. Was es braucht, ist Holz. Und wir nehmen zur Sicherheit einfach nochmal Stein und Stahl. Dann haben wir es da einfach, weil wir müssen eh eine zweite Insel noch besiedeln und ja. Der Bedarf ist da. So, wir können ja vielleicht mal hier in der Mitte der Straße so ein bisschen was dekorieren. Mein Interface wieder ab. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. So ein paar Apfelbäume. Ein paar richtig schöne Apfelbäume. Hätten wir noch großen Brunnen hier, das vergesse ich immer, ne? Ubisoft Club Sachen. Ist auch schön hier mit dem Schachtisch. Tribut an die Taucherglocke. Das könnten wir ja gut hier irgendwo im Hafen machen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Spielstand gespeichert. Der große Brunnen ist halt auch schon heftig, ne? Der ist sehr schön. Wo brennt's denn schon wieder? Oh, da oben. Die Feuerwehr ist unterwegs. Ich weiß noch nicht, ob die da unbedingt noch überall hinkommt. Wir bauen mal da noch eine hin. So, das ignorieren wir ansonsten jetzt auch einfach mal. Ja, wie cool. Ich überlege gerade, was hier am besten hinpasst. Definitiv ab und an einfach hier mal so ein Weg quasi. Nicht zu viele Zeitungsständer. Wo ist denn das? Besondere Ornamente. Denk mal an Anno 16. Ah, das ist ein großes, okay. Das war cool. Was bauen wir da jetzt hin? So, diese Plakatwände, ja. Brauche ich jetzt nicht. Ne, dann nehmen wir da aber das kleine Denkmal. Wo hatten wir es jetzt?
So. Und dann kommen hier noch ein paar Bänke ab und an. Und dann hier bei den Arbeitern noch das Blumenbeet. Es ist aber... Hallo, hallo, hallo. So, jetzt wieder. Es ist aber ordentlich am Brennen. Die Flammen sind außer Kontrolle. Ah, Mist. Gut, die müssen nicht mehr gelöscht werden. Ach, Quatsch, hier hat sich nichts verringert. Machen wir jetzt einmal dekadenterweise. Was ist das denn jetzt? Wir haben so viele Steine auf Lager. Einfach nur, damit es schön aussieht. Hat jetzt tatsächlich nicht wirklich einen Mehrwert. Also einen spielerischen. Aber es sieht halt einfach schön aus. Und hier unsere Besucher, die hier kommen, die sollen ja direkt denken, meine Güte. Was für eine schöne Straße. Und das ist, es macht sich. Das wird tatsächlich sehr fein. Jetzt würde ich nur sagen... Erwarten neue Horizonte. Der Rum ist da. Spielstand gespeichert. Kann man denn jetzt hier schon wieder upgraden? Ich glaube nicht. Doch jetzt. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So, boah, die Musik ist so ätzend. Also die insgesamt ist die Musik wie immer bei Anno wunderschön. Aber diese Musik, wenn es irgendwo brennt, ist es so katastrophal. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Jeden Tag eine gute Tat? So, was sollen wir machen? Hunde suchen. Streunende Hunde. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Mhm. Kartoffelhöfe und... könnte ich jetzt schon wieder nicht lesen. Und Hopfenplantage, Produktivität plus 50, Anzahl Module plus 25. Das ist natürlich gar nicht so schlecht, weil hier brauen wir auch Bier. Müssen wir mal schauen, wenn der Bedarf da ist, könnte man das theoretisch machen. Dann setzen wir hier nochmal Hopfen hin, 3 Stück und hier eine Handelskammer. Und dann hätten wir nämlich für Hopfen einen ordentlichen Bonus, hätten wir theoretisch 3 mehr. Und es sind nochmal mehr Module, also ja... Lohnt sich dann. Okay, aber nicht so lange jetzt hier aufhalten, sondern zurück zur neuen Welt. Ein neuer Auftrag, in der Tat. Was habt ihr denn eigentlich? Hä, warum fehlen denn den Felder? Wie ist denn das passiert? Dich kann ich leider... Pass auf, wir können ja einen mal upgraden. Das müsste bereit sein, ne? Ja, ist bereit. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Erwarten neue Horizonte. Wir helfen Ihnen, etwas Besseres aufzubauen. Ja, ihr seid erstmal nur ein Haus. Mehr seid ihr nicht.
Hier haben wir jetzt ein bisschen Wolle. Dann lasst uns doch einfach hier bei der Wolle bleiben. Und dann machen wir jetzt hier die Baumwollplantagen und die Baumwollweberei. Zwei Plantagen und eine Weberei. Dann machen wir zwei Webereien und vier Plantagen. Kriegen wir das da alles hin? Vielleicht machen wir lieber so. Oh, 144 ist natürlich auch groß. Ja, ein äußerst großes Feld. Wirklich groß, meine Herren. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Was war das denn jetzt? Ach Mann, ey. So. Von der Anzahl der Arbeiter reicht's auch aktuell. Und weil wir jetzt so lustig drauf sind hier alle, kommt da noch eine Brücke hin. Boah, was für eine Brücke. Eine der denkbar schlechtesten Positionen für eine Brücke. Aber ich will halt eine gerade Straße. So, dann haben wir hier eine schöne Verbindung. Ja, du Drama Queen, das gucken wir uns sofort an. Wichtig ist, dass wir jetzt eine Route machen. Und zwar richten wir eine Route ein, eine Handelsroute von whatever. In den Hamburg. Wann ist das denn passiert? Ach, ich frage gar nicht mehr. Muss ich gleich mal umbenennen alles. Alter, 107 Tonnen Rohm haben die da schon angehäuft. Ist ja pervers. Spielstand gespeichert. So, und du machst jetzt 50-50. Also 100 Tonnen Rohm und 100 Tonnen Baumwollstoff. Und in Hamburg machst du das alles weg. Und wir nehmen eins der Schiffe, was da steht. Die Argo, meinetwegen. Alles bereit. Und ihr bekommt jetzt erstmal einen schöneren Namen. Was hatten wir in der letzten Staffel für Namen? Für die Sachen der neuen Welt. War das Paderborn und sowas? Paderborn, Bielefeld, ne? Die Ecke. Und Helgoland und ach ja, was fand ich alle hatten für Namen. Pass auf. Wir nehmen jetzt Zigarrenmarken. Weil wir werden hier eh Zigarren anbauen und neu Hamburg. Klingt ja wie bei Skyrim, Draugr. Hamburg. Und neu Hamburg. Genau, so und jetzt gehen wir hier gesunkene Schätze in die Expedition. Ja, es ist immer das Gleiche. Es ist kein Zufall, dass die Rosenspur im Kielwasser ihrer Majestät in diesem hübschen kontinentalen Städtchen endet. Jagdglück oder Redegabe? Da draußen sind wilde Bestien. Okay, die wissen was und dann wieder mal mit Hilfe des Wissens über die Familie der Königin eine Vermutung anstellen. Ihr Fortschritt mit den teutonischen Dynastien macht sich bezahlt. Wir wollen der Königin nur helfen oder. Egal. Nun gut, will ich der Prinz ein. Alles klar, funktioniert also. Maskenball, schön.
Das alles durchlesen braucht man nicht mehr, ey, ganz ehrlich. Es geht ja nur darum, hier die Region irgendwie freizuschalten. Das machen wir dann bei dem Arktis-DLC, wenn es dazu dann kommt. Ich weiß gar nicht, ab wann der hier getriggert wird. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Der ist ja eher fürs Late-Game. Und das sind wir noch lange nicht. Das sieht alles gut aus. Da oben mit den Ressourcen. Und jetzt können wir mal bei den Handwerkern hier irgendwo... Das hier soll ja eigentlich alles dann so ein bisschen Stadt werden, ne? Müssen wir gucken, wo wir das alles unterbringen. Wir könnten theoretisch ja hier irgendwie eine Jagdhütte machen. So, eine Jagdhütte. Und noch eine Jagdhütte. Und jetzt... So sind sie noch bei 100. Ah. So wären es bei ihm nur 99. Das können wir hier nicht anbauen. Hä? Ach, hier war das. Scheiße. Hätte nicht drauf geachtet. Verdammt. Ist aber gar nicht so schlecht, weil dann haben wir mehr Platz. Also was heißt, ich habe nicht drauf geachtet? Ich hatte ja drauf geachtet, aber ich habe es offensichtlich falsch gemacht. Das wird alles Bier und so ein Zeug. Vielleicht gehen wir einfach hier oben noch ein bisschen hin. Weil guck mal, den können wir theoretisch direkt da dran setzen und haben 100%. Genauso wie ihn. So, und dann nehmen wir jetzt unsere erste Route mit den Ziegelsteinen. Spielstand. Packen da mal die Tölpel hin. Den machen wir wieder weg. Und dann kommt hier noch dazu Fell. So. Ja, der wird wahrscheinlich meckern hier, weil wir noch keine Baumwollstoffe haben. Deswegen alles eins nach dem anderen, aber das kriegen wir schon hin. Und hier können wir ja trotzdem schon mal sagen, wir packen hier eine Schneiderei hin. Oh, braucht die viele. Die braucht recht viele. Eigentlich ist eine Schneiderei viel zu schön hier für diese Schlachtereien. Weißt du was? Die bauen wir mal hier unten mit hin. Wie können wir die mal schön ausrichten? Es soll ja auch ein bisschen schön aussehen ab und an mal. Okay, so, jetzt. Jetzt lassen wir hier mal wieder ein paar Leute aufsteigen. Wobei. Hebt euch empor. Ey, was geht hier schon wieder? Wir dürfen es nicht übertreiben, weil hier kommen noch vier Leute dazu. Deswegen, so lassen wir es erstmal. Und warten dann ein bisschen ab. Neue Horizonte. So, die schöne Nymphe ist auch da. Ist halt die Frage, wo wir sie brauchen, die schöne Nymphe. Am besten machen wir einfach schon mal eine neue Insel. Das ärgert mich ja so. Was hatten wir hier nicht? Wir hatten keinen Kautschuk und keinen Tabak. Hier haben wir Tabak, aber ebenfalls keinen Kautschuk. Und wir brauchen Kautschuk. Und hier haben wir nämlich beides, Tabak und Kautschuk. Alle stehen bereit.
Allerdings müssen wir hier dann auch ein bisschen Leute ansiedeln. Aber hier gibt es nochmal ordentlich Gold. Ist auch nicht verkehrt. Im Gegensatz zu hier. Weil die ist schon groß. Na gut, das hier wird unsere zweite Insel. Und dann am besten mit Heimathafen an der Stelle. So, dann gucken wir jetzt hier. Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl. Sie folgen Prinz Ernests Rat und fahren mit dem Zug die glitzernde Kurte Türkis entlang. Okay, bis zu einem großen Bahnhof im mondänen Fürstentum Monegasque. Was machen wir? Selbst ein Kostüm anfertigen? Ganz ungeniert ohne Kostüm auftauchen? Nee, das ist blöd. So, wir haben das Nötige. Sich heute die gehobenen Kreise mischen. Und unsere Kenntnisse lassen uns nicht im Stich. Sehr gut. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen jetzt bei der... Aber gut, dass wir die, die eine dann noch mitgenommen haben. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, die uns ja unterstützt. So, nochmal. Also das hier wird unsere zweite Insel. Da müssen wir natürlich dann auch hier ein bisschen her schippern. Weil hier bauen wir ja den Rom an, weil da oben machen wir dann wirklich nur Tabak und so ein Zeug. Ein neuer Auftrag? Da kann das Stachelschwein oder die Stachelschwein, müsste man ja sagen, die kann dann da so ein bisschen hin und her fahren. Was hat er? Zu viele Transporte. Kommt mir bekannt vor. Dich rüsten wir dann mal auf. Sei dir gegönnt. Wenn wir schon keine Steinstraßen haben, oder kriegen wir die jetzt hier? Ja. Hier kriegen wir sie. Sehr gut. Mehr brauchen wir nicht, das reicht. Da kommen dann noch die Goldminen, Boxkampf, Kaffee. Kaffee ging hier, ne? Ja. Okay. Hier haben wir auch ohne Ende Platz. Also da kommt noch einiges dazu. Wie viele passen in ein Obero-Haus? 20? Ja. Spielstand gespeichert. Mais brauchen wir hier für die Tortillas, ne? Na, und drin, das können wir da unten dann noch machen. Wir versenken nie ein Schiff. Ein neuer Auftrag? Oder wäre es schlauer irgendwo oben? Hier ist... Ja, es gibt gar kein oben. Ah, ist eine schwierige Insel. Deswegen ist gut, dass wir hier dann nur Tabak machen. Kakao hatten wir das auch auf der anderen Insel? Ja, Kakao haben wir. Das sind, glaube ich, wirklich die einzigen Sachen, die gefehlt haben. Kautschuk und Tabak. Hier unten könnte man auch hingehen, aber wir wollen ja schnell in die neue, in die alte Welt zurück. Und dafür müssen wir einfach oben an der Grenze sein. Moment, aber wo sind wir denn? Alles bereit. Ach so, ah, okay. Und da beenden wir dann auch gleich die Folge. Neben all den anderen Spitznamen, bitte was? Begonnen sie unseren Meister zu nennen. Ach ja, komm, ihr könnt mich mal. Komischloser Journalismus. Die haben ihre Luxusgüter, die dürfen nicht rebellieren. So, Zigarrenmarke. Ein neuer Auftrag? Geil! Sehr gut. Wir haben die erste Expansionsoptimierung. Oh, das ist so gut. Das ist so unendlich viel wert einfach. 50 Arbeitskräfte mehr von jeder Stufe. Das ist, boah,
Das ist schon Hammer. Vor allem haben wir das jetzt auch hier und dann natürlich auch in der alten Welt. Deswegen Expansion. Allein deshalb lohnt es sich, wenn man dann 200 Arbeitskräfte mehr hat pro Insel. Von jeder Stufe. Das macht sich hier gerade bei den Handwerkern natürlich total bemerkbar. Und hier haben wir jetzt dann natürlich auch schon Ingenieure. Hey, aber aufsteigen kann nur noch keiner von euch. Das Leben ist wie Salzwasser. Man wird nur noch durstig. Die Handwerker, das ist die nervigste Zivilisationsstufe. Die Investoren sind die coolsten irgendwie. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Wo ist denn unser Schiff? Da. Guck mal, eine Tonne hatte er. Geil. Jetzt kriegen sie auf jeden Fall gleich erstmal ihren Ruhm. Ein neuer Auftrag? Darauf wollte ich halt noch warten, dass hier das Schiff das erste Mal kommt. Wir schlingern ins Ungewisse. Auch wegen der. Und das können wir auch machen, wegen der Bilanz. Von Handwerkern gibt es nämlich echt wenig Geld aktuell. Ist gut, dass das jetzt hier steigt, dann sind die nämlich. Aktuell sind sie nur so. Das müsste sich dann aber auch ein bisschen bessern insgesamt. Und ja, hier ist ja jetzt gerade schon ordentlich nach oben gegangen, ne? War nicht gerade bei 1,3? Ich hab's nicht genau beobachtet. Wenn ihr das nächste Mal kommt, gibbet auf jeden Fall auch schöne Pelzmäntel. Und dann wollen die, ab wann die Universität? Ab 1,5 und wir haben jetzt Potenzial für 1,38. Ja gut, dann brauchen wir noch. Müssen wir noch einige aufsteigen lassen. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben nämlich auch viele Bauern. Wirklich viele Bauern. Da müssen wir schauen, dass wir auf jeden Fall, hoppala, nicht hier, sondern hier was tun. Die brauchen 30. Die. Ah, ne, sind Arbeiter hier. Guck mal. 40, 50. Spielstand gespeichert. Wo sind denn die ganzen Bauern? Wo werden die alle gebraucht? 20. Das sind, hauptsächlich sind es echt Arbeiter. Aber die haben ja auch schon doppelt so viele im Haus wie jetzt die Bauern. Wir machen das Beste aus unserem Leben. Und hier wohnen auch gar nicht alle drin. Was ist denn hier los? Den ist wieder der Marktplatz zu weit weg. Irgendwo brennt es schon wieder da. Was ist das denn für ein Riesenfeuer? Wollte ich mich verkackern, ey? Das gibt es ja gar nicht. Ja, hopp. Und hier ist es gar nicht, da oben. Da brennt ja echt schon das ganze Dorf. Ignore, komm. Jetzt ist die Folge schon mega lang, aber das gucken wir noch. Die Königin ist eilig aus dem Casino geflohen. Jodroschke ist weit zurückgefallen. Ihr Fahrer glaubt, sie folgt der Küste vielleicht zu einem Schiff. Sie können entweder der Verfolgung fortsetzen oder ihrem eigenen Schiff eilen, das im Hafen warten müsste, falls der Kapitän ihre Befehle befolgt hat. Lieber zum Schiff. So, Verfolgung fortsetzen oder es bringt uns 5 oder ihr eine Botschaft übermitteln. Dann machen wir es mit der Botschaft. Sie haben der Alteslampe will Majestät nur helfen, signalisiert und das dann folgen sie uns erhalten. OT. Machen wir das halt noch zu Ende. Nicht hier, um der innenpolitischen Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Cap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten die Schlacht als Sieger verlassen, doch ruhen seither all die Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Kapaun-Zepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen.
Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Capaun-Zepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten, Crown Falls, mein bisher größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Besitz und wir ernennen euch zum Gouverneur dieses Eilands, dem Kap von Trelawney. Das werden wir tun. Selbstverständlich. Du hast vielleicht nur ein bescheidener Außenposten, aber er verspricht, die größte Metropole unseres Königreichs zu werden. Gut, da müssen wir jetzt hinsegeln. Das werden wir dann machen, aber erst in der nächsten Folge. Denn es ist jetzt schon wirklich sehr lang und es ist ganz schön diesig. Vorhin sah es viel schöner aus. Gut, gucken wir uns später um. Wir speichern mal an der Stelle. Spielstand gespeichert. Und dann schicken wir auf jeden Fall aus der alten Welt, wo noch fleißig gelöscht wird. Und offensichtlich hinkt es etwas hinterher. Was soll ich jetzt sagen? Achso, da schicken wir noch ein Schiff. Hi. Wellenbrecher mit Ausrüstung darunter. 50 Holz, 50 Stein, 50 Stahl, 50 Fenster. Und dann, das können wir auch noch eben machen, können wir da unten auch ein bisschen weitermachen. In Kap Trelawney. Und irgendjemanden sollen wir finden. Der kleine Revolutionär. Tja. Keine Ahnung, wo der sich aufhält. Mache ich vielleicht sonst einfach mal alleine. Und würde dann sagen, ich schicke jetzt einfach mal einen schönen lieben Gruß in die Runde. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle bei der nächsten Folge gemeinsam wieder. Und bis dahin habt ihr dann, wie immer, einen super Tag.